Einen wunderschönen guten Tag an alle Menschen da draußen. Da haben wir mal wieder eine neue Demo mir rausgesucht. Wir spielen nämlich heute Astro Colony. Ein Spiel, das ich letztens bei einem GameStar-Bericht gesehen habe. Und im Kern habe ich festgestellt, ja, machen wir. Ist ein guter Plan. Bin dafür, dass wir das spielen, weil es ein gutes Spiel, habe ich so gedacht. Naja, und genau deswegen sind wir jetzt hier. Deswegen schauen wir uns den ganzen Bums doch einfach mal direkt an, wie es so aussieht. Wir starten die Demo. Ich habe schon ein paar Einstellungen geguckt, aber mehr habe ich auch noch nicht gemacht. Ich kenne das Spiel auch noch nicht. Dementsprechend müssen wir uns auch durchs Tutorial wieder friemeln. Ich kenne es nämlich, wie gesagt, nicht. Schauen wir doch mal. Sieht nochmal Samen. Okay, ich kann meinen Samen hier hinterlassen. Könnt ihr euch abschreiben, ist gar kein Problem. Bot aktivieren. Booster aktivieren. Kostenloser Bau. Ne, das will ich nicht. Aber nur hier steht was bei. Beim Rest kann ich also nicht beurteilen, was es bedeutet. Vielleicht boostet mich das generell. Ich lasse es einfach so, wie es steht. Dementsprechend. Well, fine. Ich bin Arbot und ich wurde programmiert, um sie anzuleiten. Folgen Sie meinem Rat und fangen Sie an, Ihre eigene Astro-Kolonie zu gründen. Okay, wir sind schon mal im Weltraum. Es hat also so leichte Space Engineers Flares. Benutze WASD und holy, ich spring ja so, bring dich an. Um Jetpack umzuschalten, drücken Sie X. Es hält Sie in der Luft. Oh, und Alt und Leertaste. Okay. Gucken wir mal. Um Ihre Raumstation zu erweitern, müssen Sie eine grundlegende Ressourcen sammeln. Sehen Sie sich in der Raumstation um, um schwebende Asteroiden zu finden. Eisen und Kupfer extrahieren. Okay. Ah, okay, ich kriege Kupfer hier raus. Das ist doch schon mal gut. Okay, ich habe Kupfer. Das hier wird dann wohl Eisen sein, richtig? Richtig. Oh, der geht einfach durch mich durch. Ich habe gerade gedacht, ich habe den abgebaut. Musik ballert aber noch, ne? Zumindest bei mir. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wie leiser könnte man die noch machen, vielleicht? Auf 50 ungefähr. Ich merke keinen Unterschied. Machen wir es auf 10. Den Unterschied merke ich jetzt. Oh, einmal kurz niesen, heute ist es zu kalt. Also, warte mal. Ich möchte wohl eigentlich mit Shift runter, Steuerung. Es ist nämlich irgendwie... Mal, ich kenne es irgendwie mehr so. Jetzt ist es Zeit, Materialien in etwas fortgeschrittliches. Also Übersetzung ist on point auf jeden Fall schon mal, aber egal. Dann noch Demo und Early Access, glaube ich, auch noch. Öffnen Sie Ihr Inventar. Aktivieren Sie. Warte, was? Handwerkrezepte. Ja. Okay. Ah, und jetzt kann ich den ganzen Bums herstellen. Ach so, und das wird jetzt automatisch hergestellt. Ja, das ist doch super. Befassen wir uns nun mit der Notwendigkeit des Atems. Sie haben vielleicht bemerkt, dass Ihr Sauerstoffgehalt, habe ich natürlich bemerkt, während der ersten Aufgabe leicht gesunken ist. Habe ich gemerkt, hundertprozentig, ja. Ja, habe ich. Next. Wenn die Anzeige 0 erreicht, sterben Sie. Ja, langweilig.
Sauerstoff so oft wie möglich. Die Verwendung von Eis im Sauerstoffgenerator ist der schnellste Weg, es wieder aufzufüllen. Um ihren ersten Sauerstoffgenerator zu bauen, müssen die Technologie erforschen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend grundlegende Forschungspunkte, indem Sie Asteroiden extrahieren. Gehen Sie zum Forschungsbaum. Okay, gucken wir mal, wie viel habe ich? Sauerstoff. Achso, das ist instant erforscht. Ah, ich habe auch noch 3. Ja, das ist doch super. Baue deinen ersten Sauerstoffgenerator mit den Gegenständen, die du vorher gebaut hast. Suche den Gegenstand in den Toolbar oder im Baumenü. Okay. Okay. Das klingt schon, sieht doch schon mal ganz interessant aus, auf jeden Fall. Ja, wo waren wir? Räte? Ja. Okay, und das kann ich jetzt hier irgendwo hinsetzen. Mit R dreht man. Ist auch direkt gebaut, okay. Kann ich das irgendwie wieder abwählen? Hallo? Ich will das wieder abwählen. Hallo? Entfernen? Ich weiß nicht, wie ich es wieder abwähle. Naja, jetzt können Sie Ihr neues Gerät verwenden, um den Sauerstoff, den Sie atmen, wieder aufzufüllen. Es verfordert Eis und zum Glück gibt es viele Asteroiden damit. Okay. Was bist du? Kann ich da hinfliegen? Nee, offensichtlich nicht. Da hinten aber. Du bist aber auch schon weit weg, ne? Du auf mich zu vielleicht? Dass du einen Tick näher dran bist? Ich muss. Schade, ich kann nicht aus der Ferne da drauf hauen. Das ist ja doof. Okay, du bist noch nah dran. Ach, das ist doch auch Eis, oder nicht? Jo, du bist Eis. Also, es steht sogar rechts, was da drin ist. Ja, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. So. Hier habe ich noch mehr Eis. Du bist ein reiner Eis. Asteroid, okay. Dicken ist ja wohl nicht hier aktuell. So, und jetzt gucken wir mal, wie das dann jetzt so aussieht. Haben wir hier noch? Ach, nichts wichtig. Ja, wo ist denn mein Krimelding? Befülle den Sauerstofftank. Ja, warte mal. E. Ah, das wird... Ah, okay. Ja, nice. Stromstück ist das Herzstück von Maschinen. Sie arbeiten so lange genug Strom im Netzwerk ist. Wenn sie nicht genug Strom produzieren oder verbrauchen können, signalisieren sie Probleme mit dem. Also dann wird wahrscheinlich signalisiert, dass ich keinen Strom kriege. Lasst uns Kohlenstoff her. Ist das ein. Okay, aus Kohlenstoff kriege ich Strom. Ja, fein. Wahrscheinlich muss ich das auch wieder erst erforschen, richtig? Richtig. Den baue ich jetzt einfach mal direkt daneben. So. Drücken Sie E, ändern Sie, legen Sie Kohlenstoff hinein, ja. Kann ich da? Ah. Drücken Sie, okay, ich brauche noch Kabel. Die kosten was? Kupfer. Kupferspulen habe ich noch nicht. Die kann ich doch dann wahrscheinlich irgendwie hier herstellen. Nee. Die können sie direkt in ihrem Manöver von Hand herstellen. Kann ich wohl. Ah. Also. Ist aber gesperrt. Um ihre Elemente benutzt sie aus Kupfer. Die können sie direkt im Inventar von Hand herstellen. Ja, aber das ist noch gesperrt. Oder muss ich das auch erst erforschen?
Ah, okay. Ah, dann kann ich hier einstellen, wie viel und solange das. Okay, fein. Eins, zwei, drei. Und wieder die Spitzhacke. Okay. Da habe ich ja jetzt gemacht. Ach so, ich brauche mehr. Das kriegen wir auch hin. Also ich kann auch einfach mit Leertaste gedrückt halten, einfach direkt starten und fliegen. Das ist auch nicht so das Problem aktuell. Also diese, dass ich das Ding an- und ausstelle, brauche ich theoretisch gar nicht. Das X. Eben noch ein bisschen Kupferfarben, damit habe ich gleich nämlich noch ein bisschen was. Okay. So. Ich soll doch jetzt. Nochmal zwei Kupferdrähte herstellen, ne? Also ich. Ne, einen noch. Ne? Egal, den zweiten brauche ich jetzt auch einfach, das schadet nicht. Jetzt mache Fortschritte in der Kolonieentwicklung. Okay, und wie mache ich das? Oh cool, ich kann ihn schlafen und aufwachen lassen. Okay. Erstmal hier. Einmal ein bisschen Sauerstoff auf Eis. So, was habe ich denn noch für Möglichkeiten? Also ich. Warte mal, was für Baumenü K, ne? Schmelze, Fabrikator, Reissäge, Küche, Hangar. Hangar hört sich gut. Hangar will ich. Hangar hört sich so an, als wenn das super wäre. Ein Asteroidenfänger. Also im Kern müsste ich eigentlich erstmal forschen, ne? So ein bisschen. Ah, und jetzt habe ich keine Forschungspunkte mehr. Okay, ich kann jetzt eine Schmelze bauen. Wenn ich die Ressourcen dafür hätte. Und einen Asteroidenfänger. Ich glaube, den Asteroidenfänger finde ich jetzt erstmal relevanter. Holen wir uns mal eben erst noch mehr Kupfer und mehr Eisen, um dann da mehr Sachen zu bauen. Da hätten wir noch Eis, das ist auch nicht ganz verkehrt. Dann ersticke ich wenigstens nicht direkt wieder. Mit Demontage können Sie Stations- und jedes Gerät demontieren, wie wir in Ihrem. Okay. Ja, mache ich gleich, nachdem ich mir noch ein bisschen Eisen rangeholt habe. Weil ich möchte ja so einen Asteroidenfänger haben mit einer Schmelze. Damit ich. Was braucht ihr? Braucht aber Eisen, ne? Ja. Damit ich den. Die Sachen noch bauen kann, weil aktuell ist das ja noch nicht drin. Kohlenstoff schadet auch nicht. Würde ich jetzt erstmal sagen, nur Eisen habe ich hier nicht so viel. Du bist Kohlenstoff, ne? Kohlenstoff. Eisen ist gerade irgendwie nicht, ne? Eisen? Nee. Da hinten. Du hast auch nur drei. Jetzt auch nicht so viel. Besser als nichts. Ich brauch's ja gerade. Ich meine, die Schmelze verstehe ich noch nicht so ganz, wofür die relevant ist, weil ich kann das ja auch so automatisieren aktuell, indem ich es einfach bei mir ins Inventar ziehe. Und damit kriege ich ja auch meine Barren automatisch. Deswegen finde ich den anderen erstmal wichtiger, den hier. Ne? Ja, du brauchst noch Strom. Kann ich ja hier hinten.
Oh, jetzt habe ich schon keine Kabel mehr. Okay. Dann bauen wir halt nochmal ein paar Kabel. Sollte ja auch nicht das Problem sein. Komm. Dankeschön. So. Bett? Soll auf Kat. Okay, warte. Ich kann damit rumschießen? Wait. Kann ich damit rumschießen? Asteroid. Okay, kann ich damit mehrere an mir ranholen? Ah, nee, kann ich nicht. Das Ding muss ich jetzt irgendwie erst verarbeiten lassen. Und jetzt das. Das dauert einfach ein bisschen. Okay. Das gibt's das Ding in automatisch? Fragezeichen. Automatischer Asteroidenfänger. Ja, das Ding gibt's auch in automatisch. Kupfer kann man nie genug haben. Jo. So, und der will ja jetzt, dass ich eine Schmelze baue. Dafür fehlt mir aber Eisen. Aktuell. Nicht ganz viel Forschung wieder und jetzt noch mehr Kupfer, das ist alles gut. Ich habe nur Angst, dass das Ding wieder bei mir zerschellt, da habe ich nicht so viel Bock drauf gerade. So, aber du kannst mir doch jetzt eigentlich auch mal eben Eisen holen. Oder nicht? Er ist doch super. Jo. So, und was hast du jetzt da so drin? Ich will das ja rauskriegen, also das will ich zu mir holen. Ah. Kann ich das irgendwie schnell rüber transportieren? Nee, egal, so geht auch. So, weil da müsste ich ja jetzt gleich Barren kriegen, auf jeden Fall. Und da habe ich meine Schmelze. Natürlich alles sehr klein jetzt hier gebaut, ist mir vollkommen bewusst. Aber ist ja vollkommen legitim. Erstelle Barren. Vergiss nicht, ziehen. Okay, warte, Strom. Habe ich das Ding falsch rumgebaut? Kann ich das irgendwie nochmal abreißen? So. Rum, Chris. Okay, ich muss auf jeden Fall die Barrenproduktion in meinem Inventar ausstellen. Damit die hier mal ein bisschen was ballern können. Hier kriege ich auch mehr raus. Dann ist das natürlich ganz praktisch. Ne? Das macht dann ja Sinn. Noch so ein Ding bauen? Ne, noch nicht. Okay. Brauche ich erst noch mehr Eisen. Du hast Eisen. Okay, okay, okay. Ja, nee. Ach, und du kriegst da direkt zwei Stück raus. Und ich habe ja vorher aus zwei Eisenerz einen Barren gekriegt, jetzt kriege ich aus drei Eisenerz zwei Barren. Ne? Das ist doch schon mal ein kleiner Fortschritt hier. Aber dass ich das ganze Zeit aktuell rüberkarren muss, das ist ein bisschen anstrengend, aber okay. Gut, Ding will Weile haben und so, ne? Aber ich kann auch wahrscheinlich irgendwie
Fließbänder erforschen, das wollte ich doch gerade sagen. So. Um jetzt mal eben erst noch mal ein bisschen Sauerstoff. So. Da habe ich ganz viele neue Sachen gekriegt. Das sollte ich mir erstmal eben angucken, was das alles ist. Also der Asteroidenfänger ist klar. Ich habe hier einen Eisbrecher und eine Wasserzelle und Schmelze. Ich habe eine Schmelze und einen Sauerstoffgenerator und einen Lagerkanister. Ich habe Logistikbänder bekommen. Oh, ich habe Gadgets bekommen. Und hier gibt es auch sowas wie Logikblöcke, aber das muss man sich auch nochmal angucken. Ich habe doch eine Eisenschmelze. Du bist doch... Ne, du bist eine normale Schmelze. Wo kriege ich denn dann Eisenplatten her? Forschung. Ah, ich kann die jetzt auf der Hand herstellen, richtig? Gut, kann ich die auch irgendwie anders herstellen? Naja, ich kann ja erstmal gucken, wie ich an Fließbänder komme. Ach, dafür brauche ich die Platten. Okay, ich will ja auf jeden Fall dieses automatische Fängerding haben eigentlich. Das da. Kann ich aber nicht, weil ich erst das brauche dafür. Und dafür brauche ich jetzt generell erstmal mehr Forschung. Ja, okay. Soweit ich das jetzt verstanden habe, kann ich ja erst forschen, wenn ich... Oder kriege ich ja erst Forschung, wenn ich das selber abbaue aktuell. Das ist ja doof. Aber okay. Zumindest weiß ich, dass ich so Forschung kriege. Eisen schadet auch nicht aktuell. Ne? So. Gibt eine Karte. Okay. Es gibt hier anscheinend auch sowas wie möchte gern kleine Planeten. Okay. Okay. Habe ich verstanden. So, ich muss auf jeden Fall hiermit noch ein bisschen arbeiten. Duell, Kupfer hauptsächlich. Eisen hauptsächlich. Da kommt ein ganz großer. Den will ich eigentlich haben, den rechts daneben. Genau den. So. Vielleicht ist das auch einfach gesperrt in der Demo. Das kann natürlich sein. Ne? Okay, fangen wir mal. Ich habe doch jetzt noch was erforscht, habe ich doch gerade gesehen. Das hieß sich Labor. Brauche ich 20 so Sachen für. Das sind 20 Spulen gewesen. Das sind die anderen gewesen. Die hier, ne? Da kriege ich Eisendraht raus, okay. Warum habe ich keinen Strom mehr? Hier, da rein. Ne. Kein Strom mehr. Noch Eisenbarren zufällig? Ja, du hast mir schon gesagt, Schiffskomponenten zerstören. Ich möchte aber gerade keine Schiffskomponenten zerstören. Ich möchte eigentlich noch mehr Eisenbarren rankarren. So. Ich bin ja immer noch eigentlich auf der Suche nach Fließbändern oder nach einem Labor. Aber ich könnte jetzt erstmal gucken, dass ich das Labor kriege.
Wo war das jetzt? Ach ja, I, und dann musste ich dieses Dinger produzieren hier, ne? So. Da ist noch Eisen. Und das da hinten müsste dann der erste Himmel, also andere Planet sein. Habe ich denn jetzt schon erforscht, wie ich die, dass ich die Eisenplatten so normal machen kann? Nee, ne? Kostet mich das 4 und 6. So andere Forschungspunkte. Kann ich doch noch gar nicht. Naja, bauen wir erstmal ein Labor. Setzen wir einfach mal hier hin. Ah, ich kann auch gedrückt halten, aber ich habe jetzt keinen Kupfer mehr mal wieder. Okay. Das heißt, ich brauche noch neue Kupfer. Spulen. Mach das mal so, bitte. So, du bist schon wieder fertig und hast nichts mehr, ne? Denkst du mir? Keine Ahnung. Kann nicht schaden. Ah. Ich sollte auch mehr von diesen Fangdingern bauen noch. Jeden Fall. Mein Schaden tut's nicht, dass ich noch vielleicht eins davon hab. Oh, da ist einer mit Gold. Das ist Eisen. Das ist super. Du bist sofort fertig und müsstest doch dich kriegen dann, ne? Kriege ich nämlich Gold raus. Weiß zwar noch nicht, wofür ich Gold brauche, aber es kann auch nicht schaden, Gold zu haben. Denke ich mir so. Kohlenstoff, Eisen, Gold. Du hast noch ein bisschen Eisen, das kann ich auch eben mitnehmen. Dann kann ich dich nämlich alles hier reinwerfen. Aber alles noch halt händisch und das ist echt anstrengend gerade. So. Ich habe jetzt ein Forschungsteil und ich habe jetzt auch neue Kabel, richtig? Oh. Danke bitte. Um die Forschung generieren, um in der Forschung generieren sie Ingenieurswissenschaft. Ja, okay. Soll ich Kupfer und Eisenbarren für. Okay, ich muss das dringendst automatisieren. Ey, Fließbänder und so. Das heißt, nach dem Rezept gucken, nach denen. Davon werde ich ja jetzt einfach mal 10 Stück brauchen, oder was? Das ist mit Sicherheit. Auf jeden Fall einige. Da kriege ich noch Eisen. Aber hier. Da kriege ich Eisen und Eisen. Nur Eisen, aber auch nicht so viel. 3 und 3. Und 3. Ja, dann nehmen wir dich. Schaden kann es ja nicht. Sauerstoff mal eben holen. Und Kohlenstoff sollte ich hier vielleicht noch wieder reintun. Hier hole ich mir Eisenplatten. So. Hier hole ich mir euch. Alle einmal rein. Ich finde es schon ein bisschen ärgerlich, dass die halt nicht gesteckt werden. Wenn ich schon dabei bin, da, ne?